Das wurde auch Zeit. Wo sind wir hier? Santa Maria Aracoeli. Siehst du die Säulen entlang der Gänge? Sie stammen aus römischen Ruinen. Nun, angeblich wurde diese Kirche auf einem alten Tempel der Juno erbaut. Schöne Decke. Du magst die Decke, Mann. Was für eine tolle Reisebegleitung du bist. Und nun? Was ist das da oben? Wohin jetzt? Da oben ist was. Oh nein. Ich weiß genau, was das ist. Oh, ach ja, wir bleiben einfach hier unten, oder? Bitte und nicht. Und beten für irgendwas. Bitte lass es keine Zeit haben. Okay, ich glaube, es hat keine Zeit. Oh, Gott sei Dank. Aha, muss ich hier lang? Wir schufen sie nicht, um weise zu sein. Und nun sind sie unsere letzte, vergebliche Hoffnung. Ihr seid sie. Ihr besitzt das Potenzial zu verstehen. Doch zerstörtet die Instrumente. Oder setztet sie gegeneinander ein. Wir zerstörten, was wir konnten. Verbargen, was wir nicht konnten. Lol, kannst du da nicht hoch oder was? Er geht nicht hoch. Das ist ja super. Na gut. Ich frage gar nicht erst. Oh nein, das wird so kacke, weil da sind jetzt ganz viele wahrscheinlich solche Dinger, wo man irgendwie nach links und rechts muss und dann irgendwie die Steuerung jedes Mal ein bisschen anders und oh nein, bitte nicht, bitte nicht. Ich hasse es. Siehst du, jetzt ist wieder der Kamerawinkel anders. Ich hoffe, es ist... Na, oh, das war so klar. Es war einfach so klar. Ich hasse es. Ich hasse es. Es gibt echt nichts, nichts, was in Assassin's Creed mehr nervt als das. Und zurück will er nicht... Hä? Ich hab zurückgedrückt! Alter, ich fühle mich so verarscht von dem Spiel manchmal echt... Was war das jetzt bitte? Wusa. Es gibt's doch nicht. Das gibt's doch einfach nicht. Ich hab genau dasselbe gedrückt. Wie zuvor, wo er schön rüberging. Aber hey, wir haben ja Zeit. Wir ziehen das Let's Play einfach noch 300 Folgen in die Länge, aber macht nichts. Ach ja. Kann ich nicht einfach darüber springen? Geht das nicht? Ich wäre sehr dankbar. Ach so, hier muss ich sogar nach vorne drücken. Schön. Schön, dass man das nicht gesagt bekommt. Warum ist das hier so... Ah. Oh, eine Abkürzung. Halleluja. Sing Halleluja. Hier geht was auf.
Viele. Nicht alle. Und es bedarf nicht vieler, um die Welt zu vernichten. Hier ist es sicher. Auf ewig. Ein Ort für Dinge. Worte. Weisheit. Aber nicht Leben. Fast hatten wir die Mittel. Aber Zeit zerfraß uns. Wir können sie vertreiben. Wir können sie durchschauen. Links ausweichen, wenn sie rechts schlägt. Aber ihr Arm ist entsetzlich lang. Ihre Ausdauer unendlich. Wir können nicht entkommen. Nicht ewig. Ich weiß nicht, ob ich darüber komme. Oh, Gott sei Dank. Hier kommt. Hallo. Das steht nicht im Bauplan. Desmond, komm hier runter. Unterwegs. Wäre schon geil, wenn es in der Kirche wirklich so Sachen gäbe. Was immer das ist, es funktioniert nicht. Eine Sackgasse. Da bin ich nicht so... Ja, wenn du uns umbringen willst, Kumpel, musst du dich schon ein kleines bisschen mehr anstrengen. Wir sind da. Und jetzt das Passwort. Falls Sean recht hat. Ich hab immer recht. Auch mit der Sackgasse? Hab ich nie gesagt, ein Missverständnis. Alter Vater, wo sind wir denn hier jetzt gelandet? Sieht auf jeden Fall schon mal ganz schön aus. Gut, dann gucken wir mal. Wie hier lang müssen. Und was uns hier erwartet. Da hinten ist irgendwas. Das sieht sehr merkwürdig aus. Glaubst du, es versteht Deutsch? Sag's einfach. Okay. 72. Nach dir. Ihr euch ansehen. Das ist erstaunlich. Wow. Ja. Echt beeindruckend. Der Apfel ist wohl in der Mitte. Finden wir raus, wo diese Tempel sind. Was muss ich hier tun? Das ist die Frage.
Ah, was haben wir denn hier? Wenn du alle betätigst, leitest du vielleicht Strom zur zentralen Plattform. Oder du verwandelst den Raum in eine Untertasse, die mit uns allen davon fliegt. 100 Jahre könnte ich sprechen. Und ihr würdet uns nicht kennen. Ihr mit 5 Sinnen. Ihr mit 6. Einen verwerten wir euch. Zur Sicherheit. Jetzt könnt ihr nie wissen. Nur ahnen. Raten. Ihr könnt sehen, riechen, schmecken, fühlen, hören. Wissen blieb euch verwehrt. Das ist aber auch gemein, wenn wir kein Wissen haben dürfen. Danach, als es um die Welt geschehen war, wollten wir es durch das Blut weitergeben. Euch so an uns binden. Ihr seht den blauen Schimmer. Ihr hört die Worte, aber ihr wisst nicht. Hä? Warum ging das jetzt weg? Stimmt, wir dürfen ja kein Wissen haben. Warum sind diese Geräusche immer so schweinelaut? Immer. Na super. Warum sind die immer so schweinelaut? Teilweise hört man nämlich gar nicht, wenn da jemand was redet. Wie komme ich denn hier hoch? Ah, ich kann dir hier. Hier kann ich ja. Ich kann ja hier, ne? So wie es scheint. Also nur noch gucken, welches das der richtige ist. Ja, auf dieser Seite. Das Doofe ist nur, wir gehen natürlich jetzt hier lang. Da. Na, danke. Danke, danke, Merkel. Oh, muss ich jetzt alles noch mal lang? Das ist ja voll ätzend. Das ist ja voll ätzend. Naja. Komme ich denn hier nachher weiter? Ach so, da hinten rum, okay. Also eins muss man ihnen lassen. Die wissen, wie man ein Spiel noch ein bisschen in die Länge zieht. Das muss man ihnen lassen. Es ist schwer zu verweilen. Wissen, so wie wir. Wir warten auf dich, Desmond. Du wirst kommen. Du wirst es aktivieren. Aber du weißt es erst, wenn es zu spät ist. Hast du das auch gehört? Was gehört, Desmond? Hä? Alter, was soll das denn jetzt? Alter, ich fühle mich langsam so verarscht von dem Spiel, ja, ganz ehrlich. Also ab und zu echt... Hat das etwa eine Zeit auch noch?
Alter, warum gehst du jetzt nicht hoch? Es ist... Mir fehlen echt langsam die Worte. Mir fehlen langsam die Worte. Ich muss ja bei dem, der leuchtet. Ne? Sag ich doch. Dass wir endlich hier sind. Endlich, das trifft's wohl am besten. So, was wird jetzt geschehen? Und wo sind die Tempel? Soll ich danach fragen? Oder daran denken oder so? Hast du die richtige Frage gestellt? Das kenne ich. Ich kenne das Symbol. Eine phrygische Mütze. Sie steht für Freiheit. Und da, das Freimaurerauge. Die beiden kommen nur an einem Ort zusammen. Was ist los? Ich bin gelähmt. Deine DNA kommuniziert mit dem Apfel. Du hast ihn aktiviert. Lass mich gehen. Am 72. Tag vor dem Moment des Erwachens. Du, Frucht unserer Lenden und der Lenden unserer Feinde. Das Ende und der Anfang, den wir hassen und verehren. Nun beginnt die letzte Reise. Da ist eine, die dich durch das Tor begleiten wird. Du weißt nicht, wer sie ist. Das Kreuz verdunkelt den Horizont. Was soll das? Der Weg muss geöffnet werden. Du kannst deiner Rolle nicht entkommen. Es muss ausgeglichen sein. Ich kann nichts machen. Oder? Ah, doch. Oh nein. Hä? Bitte, aufhören. Du weißt sehr wenig. Wir müssen dich führen. Wehre dich nicht. Das ist nicht dein Ernst. Nein! Ich will das nicht tun. Ich will das nicht tun. Aber ich muss wohl. Oh Gott, Lucy. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Es ist getan. Der Weg liegt nun vor dir. Nur sie muss noch gefunden werden. Erwecke den Sechsten. Geh, allein.
Alter, was für ein mieses Ende. Was für ein mieses, gemeines Ende. Wir mussten Lucy töten, die uns seit Assassin's Creed 1 begleitet hat. Alter Vater. Na gut, wir haben Assassin's Creed Brotherhood durchgespielt. Wir haben natürlich nicht 100%, wir haben nicht diese Wolfsrüstung geholt. Das tut mir sehr leid. Wir sind am Schluss tatsächlich ein bisschen durchgerusht. Das tut mir echt leid, das war nicht Scheiße, so geplant. Er hat einen Stock. Er muss in die Maschine. Das ist deine einzige Chance. Der Animus hat das verursacht. Ich bin der Experte. Los jetzt! Nein. War das gerade eine Rückblende oder ist das jetzt gerade? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, neben der Steuerung, die uns immer wieder mal ein bisschen Ärger gemacht hat, hat Brotherhood tatsächlich Spaß gemacht. Es hat viele neue Aspekte reingebracht mit dem hier Zusammenspielen mit unseren Assassinen und so weiter. Das war echt super. Ja. In diesem Sinne, ich möchte mich jetzt hier verabschieden. Wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder bei Revelation, was dann die Ezio-Trilogie quasi beendet. Und ich freue mich schon sehr drauf. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Ich lasse hier das Gezuppel hier noch durchlaufen. Vielleicht passiert ja noch was. Und wenn nicht, dann nicht, ne? Auf jeden Fall danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuschauen und danke für die vielen Kommentare, die immer wieder mal reingebrösmelt sind. Gebrösmelt. reingekommen sind. vielen Dank und bis zur nächsten Assassins-Folge mit Revelation, die wir dann in Kürze beginnen werden. Wahrscheinlich morgen. Bis dann, euer Vachilis und tschüss.
Du bist ja immer noch hier. Ja, das hier hören wahrscheinlich noch die wenigsten, weil die meisten wahrscheinlich schon längst abgeschaltet haben. Ich bin tatsächlich mal kurz noch aufs Klo, weil ich mir dachte, ja, das wird eh noch eine Weile dauern. Und dass du noch hier bist, das davor ziehe ich meinen Hut, mein Freund. Und ich find's schön. Japanese Version bei Ubisoft KK. Es gibt also auch eine japanische Version. Oder man könnte hier die Übersetzung natürlich einschalten, wahrscheinlich. Haben wir natürlich nicht gemacht, weil wer versteht schon von uns Japanisch, ne? Also abgesehen von mir natürlich. Usokoda! Das werde ich jetzt nicht übersetzen, kannst du googeln. Ja, man sieht, bei Ubisoft sind sehr, sehr viele Leute dahinter. Hier auch die spanische Version, ne? Von Hernandez und Bayrano und noch vielen anderen. Ubisoft hat sich schon extrem entwickelt. Da habe ich ja gerade kürzlich eine kleine Doku quasi gesehen auf YouTube von GameStar, wo die Anfangszeit und alles gezeigt wird. Und die haben ja tatsächlich in einem Obsthandelgeschäft angefangen. Sind dann irgendwann so in eine Dingens, so ein Schloss irgendwie, wo es auch gespukt haben soll. Wodurch die ersten Spiele da unten auch irgendwie so ein Horror-Zombie-Spiel war. Es hieß sogar Zombie. Kam später noch das Zombie U, quasi als alte Erinnerung an dieses Spiel auf der Wii U. Später dann auch auf dem PC, nur noch als Zombie. Ist schon interessant. Und Ubisoft hat mich tatsächlich an der E3-Präsentation irgendwie am meisten begeistert, weil die einfach am meisten irgendwie rausgehauen haben. Hatte ich das Gefühl. War sehr cool. Da kommen einige Spiele, wo ich mich sehr drauf freue. Oh, jetzt kommt hier sogar noch Adobe. Adobe Flash wird hier auch noch gepriesen. Tool-Programmierer, Oasis-Team, Teamlead, Alexandra Pietsche, was auch immer Oasis genau ist, weiß ich nicht. Aber die waren auf jeden Fall auch beteiligt. Hier die ganzen Programmierer. Dan Levan, ist auch ein geiler Name, Dan Levan. Ich bin sehr gespannt auf das neueste Assassin's Creed, auf Origins. Das soll ja, oder ich vermute mal, dass das ja der Anfang der Assassinen sein wird. Da bin ich echt sehr gespannt. Tooltester. Kommen jetzt noch Tester oder was? Architekten, was? Buildmaster. Steht hier auch, wer die Steuerung gemacht hat. Ich möchte ihn gerne verhauen. Oh, sogar die C4 Group war dabei. Alter Schwede. Ein Wunder, dass die nicht das ganze Spiel gesprengt haben. Produktionsmanager war Chris Young. Und das sind Namen, die möchte ich gar nicht aussprechen dabei. Vision. Ist natürlich dem Japanisch sehr nahe, was ich ja beherrsche. Buibu war auch dabei. Ah ne, Bui. Ist nicht ganz dasselbe. Uplay.com, bla bla. Manager. Hier sind noch die ganzen Leute mit Krawatte aufgeführt. Was? US Senior irgendwas. Hier ist noch die DNA dabei. Die hat man auch mit reingepresst. Von jedem Mitarbeiter hat man die DNA genommen und auch noch reingepresst. Deswegen kommen jetzt nochmal alle Mitarbeiter angezeigt. Ja, Frankreich. Singapur. Ubisoft Quebec. Bukarest. Alter, die haben überall ihre Studios. Ubisoft Entertainment Publisher. Ja, da sind schon einige dabei, die da so mitgewirkt haben. Ne? Das war schon Julian Hammer.
Das ist ja der Hammer. Jean-Philippe Durand habe ich schon ein paar Mal jetzt hier gelesen irgendwie. Der Nicolas ist ein Schöner, der war auch dabei. Alix de Voila. Voila. Etienne Tardieu. Sehr französisch. Aber da kommt ja Ubisoft auch her. Also von daher kann man da nichts sagen, ne? Was haben wir hier? NCSA haben wir auch noch. Die lösen dann die Kriminalfälle innerhalb der Ubisoft, ne? Worldwide Licensing. So. Licensing. Ja. Licensing, Music Licensing. Didier Lord müsste ich also anfragen, wenn ich hier Musik benutzen will. Jean-Philippe Messina. Was haben wir hier? Lokalen Brand Manager. Marketing, Traffic, Planning, Partnership. Präsident und CEO. Laurent Dedoc oder so. Dedoc oder so. Danny Ruiz, ist das vielleicht näher von meinem ehemaligen Lehrer, Kollege? Weiß ich nicht. Christian Chan ist die Schwester von Jackie Chan. Nee, natürlich nicht. Atkins. Da muss ich direkt an Atkinson denken. Community Development. Vice President Says. Mike Eisenberg. Alter, wie viele Namen. Li Shen. Chris Mack. Dream Bamford. Hideo Kojima. Aha. Na, schau mal an, der war da auch dabei. Wusste ich gar nicht. Das ist mir echt neu. Deutsches Bundesarchiv. Oh Gott. Special Thanks. Warum steht da mein Name nicht? Hier, danke Donald Trump. Für die spätere Kriegsführung. Nee, natürlich nicht. Legale Notizen, was? Hier kommt wieder Adobe. Weil man es kann. Bing Video. Okay, Dolby Surround, Dolby Digital. Der ganze Soundkladatsch. Gesichtsanimation, ja, die waren teilweise nicht so pralle. Da würde ich jetzt nicht so Werbung für machen. Assassin's Creed Brotherhood, Copyright 1999 bis 2009. Aha, die haben also kein Copyright mehr. WeWise, das war auch dabei, hier Audio-Geschichten. Assassin's Creed Brotherhood, bla bla bla. Expert Permissions to the Copyright Owner. Ein Messer ins Herz. Das ist ein Erfolg. Ich finde den Erfolg scheiße. Ein Messer ins Herz. Aktion beendet. 40T. Jetzt sind wir hier draußen, oder was? Ach so, wir sind wieder hier in unserem Kabuff. Kann ich den töten? Nein. Kann ich schlagen. Wir gehen mal kurz raus. Man sieht, wir haben halt vieles tatsächlich nicht geholt. Wir haben das Spiel halt tatsächlich mehr oder weniger einfach durchgespielt. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte auf eine Art zwar Lust, jetzt hier die Rüstung und sowas noch zu holen. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich möchte auch gerne einfach in der Geschichte von Assassin's Creed einfach weiterkommen mit der Spielereihe. Deswegen werde ich das nicht tun. Deswegen werde ich jetzt auch hier gleich dann aufhören. Eigentlich wollte ich ja, ich habe ja offiziell eigentlich schon aufgehört, weiß aber niemand, beziehungsweise nur du, wenn du noch dran geblieben bist, weißt du, dass ich jetzt nochmal hier bin. Und ja. Ich glaube, das hier ist ein guter Blick, so um aufzuhören. So, ich werde auf jeden Fall weitermachen in Assassin's Creed. Und zwar wird morgen mit Revelation angefangen. Ich freue mich schon sehr drauf. Ich hoffe, du auch. Und dann werden wir sehen, was so passiert. Bin gespannt. Und ich freue mich auf den nächsten Teil und überhaupt in der Spielereihe voranzukommen.
Danke, dass du dabei warst. Danke, dass du noch ein bisschen länger geblieben bist. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Ezio Auditore, tapfer von euch, sich mir alleine zu stellen, aber auch recht töricht. Assassine. Garde!